Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play mit unserer Hexenmeisterin. Ja, ne, wirklich super klasse. Ich habe leider ein bisschen zu wenig Zeit. Also ich habe sehr viel einfach andere Projekte. Ich muss langsam wieder ein bisschen weniger machen. Aber vor allem mit so 3, 4 Minecraft-Projekten noch, weil ich so ein Fan bin von Minecraft, ist das sehr schwer, so ein Spiel über eine Season lange genug und viel genug zu spielen. Tut mir leid, dass es nicht ganz so viel werden kann. Das ist Heidenschleier. Ich habe nie gehört. Und ja, dass jetzt gerade momentan einfach nicht gerade täglich Folgen kommen wegen den Livestreams. Dort spiele ich ja auch meistens Last Epoch. Und dürfte gerne einschalten, weil es ja ganz normal wie ein Let's Play gespielt wird und kaum irgendwelche Pausen oder langweilige Sachen bei mir kommen. Also wenn, dann spiele ich einfach einen anderen Bild und spiele ganz normal. Also heißt auch manchmal grinden, aber ich schaue natürlich immer, dass es genug viel Spaß macht. Weil ich mag Grinding-Spiele auch nicht. Ich merke einfach, dass die Zuschauer meistens dann nicht schauen, wenn ich halt irgendwie grinden muss. Aber man muss irgendwie in Last Epoch, bis man Level 80 ist oder sogar, nie grinden. Man kann einfach durchspielen. Und jo, trotzdem sind nicht alle Gebiete natürlich so interessant und so. Das muss Last Epoch wirklich noch besser machen. Ich finde, ja, ein Spiel sollte nicht Arbeit sein oder langweilig sein. Gibt es aber immer öfters. Und ich habe jetzt erst kürzlich übrigens ein Spiel gekauft, wo ein Simulator ist. Warte kurz. Also ich bin nicht gerne am Simulator spielen. Sie sind zwar cool oben, man kann ja das spielen und das arbeiten und so, aber es ist mega gegrindet. Und deshalb spiele ich die nicht gerne. Aber meine Kollegen, die wollen ständig, dass ich irgendwelche Simulatoren mit ihnen spiele. Jetzt momentan auch Last Ark, das ist glaube ich ein MMORPG, wo ich gespielt habe und nicht gut fand. Also ein Action-Rundspiel MMORPG. Und ich habe jetzt einfach den Katzen-Simulator gekauft. Der ist am 26.01. auf der Switch rausgekommen. Ich weiß nicht, ob er auf dem PC auch spielbar ist. Und ja, das nur für 14 Euro. Für eine, ja, nicht Freundin, aber ja, Kollegin. Und die hat mir 10 Euro zurückgegeben. Und da merke ich auch wieder, oh, wieso muss ich am Anfang schon grinden? Was muss ich überhaupt machen? Das sind Missionen, wo viel geschrieben wird. Es ist keine deutsche Übersetzung. Und es gibt sehr viele Bugs noch. Also man fliegt meistens durch die Gegend, weil irgendwo die Kollisionen auf der kleinen Map nicht richtig funktionieren oder so. Ah, da oben geht's weiter, genau. Da dachte ich mir einfach so, wieso muss ich 14 Euro ausgeben für ein so unnötiges Spiel, oder? Ich guck mal nach, wie ich hier skillen muss. Ja, ich muss den noch skillen. Da habe ich 3, da habe ich 4 und 1. Habe ich auch schon genommen. 4. Ja, ich bin bald fertig. Ich habe ihn jetzt schon reingetan. Ich dachte, ich habe nicht geklickt. Nein. Oder reingetan jetzt. Boah, die Steuerung, ey. Also wer dieses Alt-Tab designt hat, der gehört bestraft, ey. Hätten es lieber nicht richtig oder alt gelassen als neu gemacht. Windows 10. Ist ja schon einige Zeit her. Seit wann gibt es Windows 10? Und die meisten spielen immer noch auf Steam Windows 10. Ich frage mich, was machen die mit Windows 11 auch falsch? Ah, habt ihr auch gehört, Apple ist ein bisschen in Finanzproblemen. Also ich bin ja schon lange kein Apple-Kunde mehr. Also ich habe die ersten Smartphones von Apple geholt, weil ich nicht so sicher war mit Samsung, und mein Vater hat zum Beispiel immer Samsung gehabt und ich habe dann abgewechselt, weil du hast einfach zu wenig davon. Auf Samsung Galaxies haben einfach mehr Sachen. Bessere Kameras, bessere Akkus und ja, man braucht den meisten Schnickschnack von Apple nicht. Und jetzt wollen sie mit dieser Vision Pro,
Vision 2 Pro, glaube ich, oder so, ihr Geld wieder verdienen. Das können sie vergessen. Außerhalb von der USA wird das wahrscheinlich nicht gut sich verkaufen. Also vor allem Schweizer habe ich noch nie mit diesen Brillen gesehen. Noch nie. Und die sind schon so lange in der USA beliebt. Ja, und da kommt ja Trump auch wieder an die Macht wahrscheinlich, wie es jetzt schon aussieht. Und die andere, die Dame, hat aufgehört. Also sie hat aufgegeben. Ich weiß nicht, was mit den USA los ist. Das war mal mein Lieblingsland. Ich wollte dort immer in die Rocky Mountains. Yellowstone Nationalpark und so, aber ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach USA komplett meiden, weil ich ja sowieso auch noch nicht genügend Geld hätte, um jetzt wirklich dort zu leben. So, hier müssten wir dann, nein, nicht zur Explosion schauen. Ich weiß leider gar nichts mehr. Genau das hier. Also schaue ich lieber nach, bevor ich irgendwas falsch mache. Genau das und das obere nur eins. Also. Ja, machen wir das obere zuerst. So. Und das Schild, das weiß ich, das ist das hier. Also der Fluch, nicht das Schild. Genau. Also. Es ist schwieriger. Also mit dem Balkonier, da kann ich einfach momentan skillen. Ich weiß, dass ich Schatten nehmen muss. Und ich weiß, dass ich Schattenklinge nehmen muss. Aber, ja, diese Klasse ist viel innovativer, viel komplizierter. Ich finde, ja, für die Anfänger und vor allem auch, wenn man es noch nicht kennt, ist Hexenmeisterin ziemlich anspruchsvoll. Sofern Let's Play und so auch nicht geeignet, wenn man immer nachschauen muss, wie man es killt und so. Aber spielerisch finde ich es leicht. Sie braucht zwar mehrere Tasten, aber ich benutze nur zwei zum Beispiel für normale Gegner. Für diesen jetzt dicken Gegner habe ich jetzt mehrere genommen. Und ja, der Golem, der hält ja nichts aus. Den muss ich ja nicht drücken. Okay, ich mach's nur wieder. So, und eben, ja, wie gesagt, in den letzten Parts sieht einfach so mega schön aus. Genau so. Sachen brauche ich in einem MMORPG. Gibt's aber nicht. Also, ja, sie sehen immer so schlecht aus in den MMORPGs. Okay, vielleicht World of Warcraft hat vielleicht noch schöne. Dort spammt man halt immer jede Zauber auch ständig. Es ist nicht so, dass man dort irgendwie, ja, je nach Gegner einen Zauber einsetzen muss. Wenn es ein dicker ist, muss man den Zauber einsetzen. Wenn er irgendwie stärker ist, muss man den Zauber oder den Buff einsetzen. Es ist irgendwie nicht so. Also mich hat World of Warcraft leider nie abgeholt. Es war mir zu taktisch, zu langsam. Und ja, meistens hat man einfach nie gekämpft oder so. Also erst im Endgame. Und das fand ich irgendwie noch so zwei, drei Gebiete, die wirklich auch nicht so schön aussahen, immer viereckig waren und so. Vom Layout. Hat echt nicht gerade so spannend. Also ich habe immer mit anderen Kollegen gespielt und vor allem in der Ark-Region war es dann immer relativ schnell dann wieder so, dass ich einfach keine Lust hatte, in ein neues Gebiet zu reisen, noch stärkere Gegner zu haben und so. Also World of Warcraft war ein Game, das mir nicht abgeholt hat, auch wegen den Finanzen, oder? Und dafür andere Free-to-Play-MMORPGs wie Champions of Regnum. Dann war ich eigentlich ständig nur am Champions of Regnum zocken, am Fiesta Online zocken, am Rappels zocken, am Flüff zocken. Und es hat gereicht. Für mich sind Free-to-Play-MMORPGs motivierender. Jetzt Ende Mai oder im Juni kommt ein Elder Scrolls Online Update und da werde ich wieder Elder Scrolls Online zocken. Denke mal in Livestreams meistens. Und sonst lasse ich MMORPGs wirklich in Ruhe. Also jetzt auch Champions of Regnum. Es ladet mich jetzt ohne Mitspieler nicht ein, das weiter zu livestreamen. Let's Play starte ich auch erst, wenn ich wirklich sicher bin. Ich kann euch wirklich Sachen zeigen. Ich komme vorwärts. Aber auch dieses Spiel hat ein bisschen Spielerprobleme. Und ja, das möchte ich nicht unbedingt.
so spielen, wenn halt niemand wirklich mit mir irgendwelche Forts oder Burgen erobert. Dafür im Minecraft halt schon ziemlich cool, weil es so viel Abwechslung bietet. Und Last Epoch einfach, ja, wenn ich kann, wenn ich die Zeit finde, mich auch ein bisschen rein zu versetzen. Es ist halt ein bisschen schwierig zum Skillen oder was. Und ja, einfach genug Zeit zu finden. Aber wenn ihr wirklich wollt, wenn ich jetzt auch zuschaue und Kommentare bekomme, dann mache ich natürlich wieder jeden Tag oder jeden Tag zwei. Also gucken wir mal kurz. 5 Punkte hier. Mein Schutz ist dort schon sehr wichtig. Das ist das. Dieses bringt Schutz. Ich bin glücklich mit Schutz. I am not doing that again. Hey, das ist jetzt wirklich random. Ey. Sie sagt irgendwas, die anderen sagen auch etwas. Aber nicht so interessant. Also ich habe jetzt... Also ich muss sagen, ich glaube, der Primalist sagt auch coole, lustige Sachen. Habe ich auch ein bisschen im Livestream gezeigt, ein Bild. Für mich irgendwie... Heute Abend zum Beispiel noch, also später, wofür ihr habt Zeit, also ihr habt Lust dann zu schauen. ja, ich habe wenige Zuschauer in den Livestreams momentan. Jo, ist das schon okay, wenn wir dann den Balkon hier zucken. Ah, ich komme ja noch nicht rein. Mann, nicht mal über mein Lieblingslevel. Das war damals richtig nervig. Man hatte immer wieder diese Cold-Probleme, diese Cold-Status-Effekte. Und seitdem das jetzt nicht mehr so schlimm ist mit diesen Ice-Novas, die sie casten bei Tod, ist es mein Lieblingslevel geworden, weil es einfach immer cool war und immer cool ist. Es ist so eine verdorbene Küste. Mit Piratenschiffen und so. Das ist aber sehr geil. Jo. Ich freue mich, wieder dort zu sein. Aber in diesem Part leider reicht es nicht mehr. Naja. Geht ja auch noch einige Zeit. Also man muss einfach mal... Ja, ja. Das Heim des Orakels erreichen. Mjelja, oder wie es heißt. Übrigens, in meinem Medieval 2 Let's Play bin ich so ein bisschen in der Wüste gestartet. Mit, ja, Afghanistan, also Bagdad und so. Und da fühle ich mich auch so ein bisschen wie bei 101 Nacht, glaube ich, sagt man. Nicht 1001. Und ja, so Sesam öffne dich oder Aladdin oder so. Aber jo, es ist natürlich nicht gerade so mega mythisch und alles mögliche. Das ist ein realistisches Spiel. Das sieht man auch auf der Map, es ist relativ langweilig, weil halt meistens nur Wüste dort ist. Aber dafür hat man auch Motivation, so richtig Europa zu erobern. Mit diesem einen ja, Reich. Ich jetzt den Namen gerade nicht sagen kann. Jo, ist ein schwerer Name. Aber jo, ich habe es genommen, weiß-schwarz. Weil ich schwarz eigentlich gerne habe. Einfach weil das vielleicht schwarzes Bann hat. Jo, und ich freue mich auf die nächste Zeitzone dort. Also die nächste ja, Kampagne mit einem späteren Jahr. Eventuell gibt es bis zum Basel oder dann die Schweiz. Und dann spiele ich natürlich gerne einmal ja, so mein Gebiet. Ich habe sicher auch mal vor, irgendwas Nordisches zu nehmen, wegen dem Verrägergarten. Und ich denke mal ein spanisches Reich, wenn dann Amerika ja, eroberbar ist und so.
sehr interessant, also wirklich komplett etwas anders als Last Epoch, aber dennoch genauso cool und spannend und freudig. Ja, in letzter Zeit habe ich immer wieder Sorgen gemacht um die Leute, weil ich habe irgendwie die Interesse ein bisschen verloren bei denen. Also ich sehe einfach, dass die Interesse nach irgendwas ein bisschen geschrumpft ist. Also zum Beispiel die Leute, die mitspielen, die Kommentare schreiben und so. Es ist einfach weniger los. Es liegt sicher an YouTube als an mir. Ja, kann auch natürlich sicher sein. Aber ich habe einfach zu wenig Zeit momentan. Ich mache so viel Fußballtraining, dass ich einfach irgendwie nicht so die Kraft habe und die Zeit, da auch ja noch ganz viel zu Let's Playen und zu Livestreamen. Aber dafür muss ich, weil YouTube meistens auch nicht mich so empfiehlt, aktiv bleiben. Und das heißt also immer, ich muss ein Projekt weniger machen, das ist halt Last Epoch. Aber dafür allgemein immer wieder einen Part von jedem Projekt bringen, oder? Ich habe jetzt auch zum Beispiel, sag schon der Name, das andere Hack and Slay, Wolzen, genau, aufgehört, also jetzt momentan einfach wegen Leveling unterbrochen. Ich kann jetzt wirklich nicht so sagen, jetzt wirklich, oh, hey, Last Epoch, mega cool, ich kann jetzt mehr Parts machen, ich habe die Zeit einfach nicht. Weil andere Projekte, die müssen auch gefeedet werden. Und ja, ich kann manche Let's Plays mit wenig aufrufen oder so, nur mal ein bisschen im Stich lassen. Aber ich bin so erfreut, da kommen wir jetzt immer wieder zu diesem Thema. Ich bin so erfreut, dass ich so viele Spiele, so gerne spiele. Kein einziges Spiel irgendwie sagt, nein, spiele es nicht. Ich bin so eisenhart, weil ich so schnell Freude und Motivation finde, nehmen kann, oder? Und alle anderen, also nicht alle anderen, aber viele haben das nicht. Fühle mir aber nicht so gut. Knochenfluch. Gerne einfach mal benutzen. Aber eventuell halt wieder weg davon. Ah ja, das Ding. Oh, ich habe leider wieder einen Punkt falsch gesetzt vorher. Also ich müsste sofort eigentlich jetzt... Lol. Stören. So. Ich möchte hier 2 Punkte setzen. Ich mache aber mehr, bis ich stärker genug ist, bin. Weil das macht bei uns Wort. Durch diesen einen anderen Fluch macht es irgendwie Wort. Weiß nicht, wie das geht. Steht nicht. Folter, okay. Weg mit 12 weniger Bewegungstempo, 120 Grad, zusammen mit 600% Effektivität. Irgendwie bekomme ich Wort über und das hilft mir halt sehr viel weiter. Es ist Brocken. Brocken! Also noch ein Punkt da rein. So, jo, also ich. Das hat eigentlich alles schon erzählt. Jetzt 18 Minuten und ich mache meistens 30. Machen wir einfach ein bisschen mehr Gameplay. Ich wollte unten rechts gehen, aber diesen Ding müsst ihr nicht mehr kaputt machen. Diesen Behälter, damit nicht Gegner spawnen. So. Also die spawnen jetzt nur noch in Gebieten, wo ihr noch nicht wart. Oder wenn ihr zurücklauft, wie jetzt. Also das sind einfach Spots, wo Gegner erscheinen. Das hat nichts mehr mit, jo, man spawnt. Also spawnen immer pro 5 Sekunden 3 Rides oder so. Das war einfach zu nervig. Ich hoffe, die anderen Gegner, die immer wieder erscheinen in Echos und so, die sind jetzt auch nicht mehr so schlimm. Und vor allem auch diese Geschosse da, diese Türme da, Spitzen. Die sollten auch mal genervt werden. Ich bin mal einfach kurz am Handy gewesen und dann kamen die Spitzen immer noch, haben immer noch geschossen und ich bin gestorben, obwohl ich eigentlich nur kurz
eine Nachricht lesen musste. Ja, WhatsApp ist halt schon nervig. Also die Leute sind dort nervig. Ganz jetzt schreiben sie und dann haben sie keine Geduld, wenn man mal 10 Minuten nicht schreibt. Ja. Keine Ahnung, was die Leute immer denken, man hätte immer Zeit. Na, scheinbar schon. Das sind ganz arme Leute manchmal. Also wie es mir momentan gut geht, trotz Migräne, trotz Schwierigkeiten, ja, immer genug Zeit zu haben, dass es mir so gut geht und keinen Stress habe, da bin ich schon froh, dass es mir besser geht. Aber irgendwie muss es jedem Menschen schlecht gehen, damit sie akzeptiert werden, damit sie Freude finden oder ja, zeigen können oder so. Keine Ahnung. Ich mache vorwärts in meinem Leben. Ich möchte auch wirklich die Leute treffen. Ich möchte mit ihnen etwas machen. Und wer da nicht Lust hat, der ist einfach nicht gerade dabei. Ja, ein Leash mache ich momentan nicht. Ich nehme es jetzt extra mal nicht mit. Aber Leash oder so. Oder Poisons. Nein, geht ja nicht. Das ist mein Akolyten-Relikt. Götzen. Also so Sachen, wo ich einfach sage, ich spiele es nicht, nehme ich nicht mehr auf. Sonst bin ich wieder voll und dann meckert ihr wieder, was ich nicht aufräume. Ja, ich habe ja gesagt, ich nehme immer auf, wenn ich Platz habe. Aber so nicht. Ich hatte nie Platz. Ich muss mich verändern. Das Spiel darf mir nicht den Platz wegnehmen. Ich spiele das Spiel nicht mehr. Das ist das Spiel gemein, Junge. Nein, nein, das ist nicht. Aber dennoch ist es unangenehm. Immer schauen. Also 5 von 5 und 10 von 10. 5 von 5, nein. 5 von 5 hier? Verwelken. Was macht verwelken? Man sieht es nicht. Okay, die Gegner machen weniger Schaden. Und 10 von 10, das ist die Intelligenz, ja. Und dann 2 von 2. Nice! So, was brauchen wir noch? Den Skill brauchen wir nicht. Das ist Channeling. Wir brauchen eigentlich noch Blut entreißen. Aber der wird irgendwie geprockt. Ich weiß aber nicht, wie ich ja lieber noch. Weil ich kann ja dann auch gut skillen, Blut entreißen. Also wie wird Blut entreißen denn geprockt? Ah, okay, mit Ghost Bolts. Habe ich das schon? Ich glaube, ich habe das schon. 111. Hier mache ich auf oben rechts. Ja. Zuerst hier. Dann rechts rüber. Ja. Und der Schaden, der muss ja nicht unbedingt sein. Ja, da oben hände. Und hier dann am Schluss. Intelligenz brauche. Ah, so viel Leben brauche ich noch nicht. Oder im Wort dann. Gut, also da wissen wir, wie jetzt ungefähr skillen. Aber ich möchte natürlich nicht irgendwo zu viele Punkte reinstecken oder so. Ab und zu wieder ein bisschen zu nachschauen. So. Und außerdem, was mir noch viel Zeit kosten wird, ist Livestreams. Über meine Spielentwicklung machen. Ich bin jetzt gerade eben Migräne krank, aber ich könnte vielleicht heute schon ein bisschen beginnen. Ein bisschen lernen, also es wird wahrscheinlich nicht unbedingt so viel Spaß machen euch, aber ich lerne einfach mit einem Tutorial, dass ich einfach die Zeit habe, sonst habe ich ja die Zeit nicht. Dann nehme ich mir die Zeit nicht zum Lernen. Und ja, ich weiß zwar vieles, aber alles ein bisschen durcheinander. Das kann sein, dass ich einfach mehr Hilfe brauche und so. Wer sich ein bisschen auskennt mit Editoren, also Unreal Engine oder so, darf mir gerne ein bisschen helfen. Aber ich muss es einfach machen und ich habe es jetzt wirklich lange noch nicht gemacht, da diese Nervenkrankheit halt schon immer ein bisschen fest im Weg war. Und die Migräne hat jetzt auch momentan, aber dafür die Nervenkrankheit nicht. Und ja, ich bekomme jetzt immer mehr Hilfe. Die Krankheit ist nicht mehr so im Weg.
Ja, und das Spiel, das wird zu einem ziemlich Last Epoch ähneln vom Game, vom Genre her. Wird aber online stattfinden und es wird halt auch Gegenspieler geben, PvP. Nur es wird nicht so überall Krieg gemacht. Also ja, es kann schon Krieg gemacht werden, aber es gibt Grundstücke und so, wo man einfach nicht kämpfen darf. Und solange ja nicht irgendwas erobert wird, ist das einfach so dort. Und dann werdet ihr einfach irgendwie einfach die Lizenz verlieren und so, und dann werdet ihr, könnt ihr angegriffen werden. Also, dass ihr ein Grundstück, ein Schloss habt oder sonst irgendwas. Ja, ich übertreibe jetzt gerade mit einem Schloss natürlich, aber eine kleine Hütte habt. Dann habt ihr so lange Frieden, bis, ja, so lange Frieden, oder bis halt das Gebiet, wo ihr drin seid, einem anderen Königreich oder so gehört, ein Besitzer hat und der darf dann angreifen. Das fand ich in Champions of Regnum immer doof, dass man überall angegriffen werden darf. Und es einfach keinen Sinn macht. Es ist zwar nicht realistisch, wenn man nicht angegriffen werden darf, aber wieso kann man die Leute manchmal AFK nicht in Ruhe lassen an den Vines oder so? Ist klar, wenn man in einem Fort ist, dann darf man ja, muss man ja angegriffen werden. Aber nicht zu Hause, also man hat einfach kein Zuhause da. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich brauche es nicht, ein Zuhause. Aber ja, wenigstens, wenn ich auf dem Weg in ein Lager bin oder so, um mit Kollegen zu treffen, möchte ich nicht angegriffen werden. Okay, das ist jetzt auch nicht zum Eins. Schade, dass wir eigentlich ziemlich viele Götzen finden, die überhaupt nicht für uns sind. So, also, oh nein, ich habe Skorpione noch gespawnt. Die sind so schlecht, aber trotzdem nerven sie ein bisschen herum, dass die dann angegriffen werden. Das wäre etwas für uns. Ja, okay. Bitte einen anderen Date. Wir haben keine Mana-Probleme. Und wir machen ja keine Nahkampf, Physischen Schaden, 6. Aber Resistenzen und ja, Mana-Regeneration müssen wir so tun. Zusammen. Immer schön zusammen drum. Gut. Weiterhin eben vom Game in den Livestreams oder Videos, wie ich das Game entwickle und was es genau wird. Dürft ihr dort auch selber entscheiden und so. Aber ich habe noch viel mehr vor. Also es wird vielleicht so laufen, dass es einfach ein Team wird. Aber momentan in meinem Stand möchte ich das Game lieber selber machen. Und nicht so groß natürlich. Mal schauen, was ich für Ideen bekomme. So, dann machen wir hier mal eine Pause. Ich muss essen. Ich werde einfach hier wieder laufen und dann von hier wieder weitermachen. Oder wir machen es zusammen. Also für welche Chance? Ja, sollten wir schon mal einmal nehmen. 20% ist ziemlich wenig. 2%, dann sind es 40, glaube ich. Ja, 2 Punkte hier reintun und dann alles auf Intelligenz und Vitalität. Cool. Schön, also danke für das Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Part. Tschüssi!